Knochen. Da liegt noch ein Knochen. Ja, die liegen Knochen, die kannst du einsammeln. Oh, scheiße, jetzt hab ich's eingesammelt. Egal. Aus den Knochen kann man sich später einen abgegradeten Speer machen. Einen abgegradeten Speer? Ja. Ja, ich bräuchte noch ungefähr 4-5 Stück. Hast du noch mehr Zeug von denen? Warte mal, ich habe noch einen Arm und einen Kopf habe ich noch. Ich weiß nicht, ob der Kopf dir auch was bringt. Wenn ihr die Knochen zu lang, die Beine und Arme zu lang auf den Herd legt, könnt ihr aus... Ja, aufs Feuer legt, könnt ihr daraus Knochen sozusagen craften. Weil dann verbrennt das Fleisch. Also, liebe Kinder, ihr dürft die Köpfe und die Arme nicht zu lange auf dem Herd liegen lassen. Dann sind dann am Ende nur noch Knochen da. Ist das jetzt schon der erste Teil von Eriks Kochshow eigentlich? Ja. Ja, besser wird die richtige Kochshow wahrscheinlich auch nicht. Ja, warte mal. Doch, ich backe ja den Portalkuchen. Ach ja, ja, wann machst du den denn? Ich wahrscheinlich, vielleicht diese Woche, dieses Wochenende. Ich weiß noch nicht, ob ich fahren mal am Wochenende... Ist der Knochen jetzt weg oder hast du den eingesammelt? Nee, ich fürchte, ich habe diesen Arm gerade gegessen. Ja, hast du. Ach du Scheiße. Bin ich damit jetzt offiziell ein Kannibale? Ja. Ja. Geil. Ich habe aber auch schon ein Bein gegessen. Kann es sein, dass The Forest damit auch das erste Spiel ist, wo man so gameplay-technisch sich freiwillig für Kannibalismus entscheiden kann? Hey, der Kopf ist verschwunden. Naja. Ja, nee, da, hier, der ist ein Schädel. Hier ist ein Schädel, ist da rausgekommen. Ich sehe da keinen. Ich habe ihn aufgesammelt. Ich habe ihn in der Hand. Ja, dann sein oder nicht sein. Oh mein, warte mal, kann ich den wegwerfen? Kann ich mit dem Schädel machen? Oh, ich kann schlagen mit dem Schädel. Ich habe ihn hingeworfen. Siehst du ihn jetzt? Ja. Und ich habe auch meinen Bogen. Federn habe ich aber noch keine. Kann ich mit dem Schädel irgendwas machen? Warte mal. Irgendwas Sinnvolles? Aber es gibt, wenn ihr wirklich Bögen haben wollt, es gibt einen, ein Bogen, da sind immer ganz viele Möwen. Mhm. Und wenn man die Möwen axtet, gibt's dadurch gut, ich habe nur ein Snack, also... Ist es denn schon Tag oben? Nee, ne? Ja, es ist schon Tag. Sieht man das nicht von hier unten? Nee, es steht sogar schon eine Hütte hier oben. Nice, du bist genau über uns. Ja. Hätte ich das mal sagen sollen? Seid ihr nicht so schlau, dass ihr das bemerkt? Woher denn, Mann? Weil da oben ein Name über euch rumläuft die ganze Zeit. Wenn er über uns rumläuft, wir gucken ja nicht die ganze Zeit nach oben. Er ist genau senkrecht über uns, so wie wir senkrecht unter dir sein müssen. Fast. Ja, warte, senkrecht? Naja, ich weiß noch nicht, senkrecht. Nee, jetzt kommst du langsam in die Richtung. Oh, da hinten läuft ein Kannibale auf allen Vieren. Man sieht aber das Loch oben. Man sieht das... Aber schlechte Witze des Tages. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch ruhig ein bisschen unten bleiben. Ja, genau, wir bleiben hier unten noch ein bisschen bei den fettarschigen Mutanten, genau. Eine Horde an Ureinwohnern. Ja, und? Dann machen wir nackig. Das Geile ist, wir versuchen dann in Panik nach oben zu flüchten, weil es hier unten nichts mehr zu essen gibt. Und Erik versucht in Panik nach unten zu flüchten am einzigen Seil, weil oben zu viele Kannibalen sind. Dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Aber die Höhle ist schon echt einmalig, ey. Die ist echt geil, ja. Es gibt übrigens mehrere Höhlen, ne? Ja, aber nicht so eine hier. Also, vielleicht gibt's von der auch noch mehr, aber ich habe vorher noch nie so eine Höhle gesehen. Noch nie? Nee, das ist die epischste Höhle überhaupt. Die kleinen Höhlen kennt man ja, wo man reingeschliffen wird, ne? Aber das hier ist das epic. Das ist sogar so eine. Ne. Doch. Ne. Doch. Also, in so eine wurde ich noch nicht reingezogen. Das hat sich alles sehr stark verändert. Mhm. Merke ich. Du hast hier eine Hütte gebaut? Ja. Du Freak, der hat unser Holz geklaut. Ja. Ja, guck mal da hinten. Da laufen sie rum, da hinten. Die laufen da einfach. Ja, lass sie doch. Das ist hier die Fußgängerzone oder was? Ihr müsst euch euer Haus aber noch selber fertig bauen, okay? Ich bediene mich mal hier. Geil. Flup, flup. Zwei riesige Blöcke auf der Schulter, weißt du? Ja. Die ignorieren uns gerade noch, die laufen gerade an uns vorbei. Haus, ja, ich seh's. Die kommen gerade in meine Richtung. Oh, das Haus ist ja fertig. Dann sind hier zwei Trops unterwegs. Ja, hier sind immer mehrere unterwegs.
Bauen wir uns jetzt, die hören, dass ich einen Baum gefällt habe. Bauen wir uns jetzt jeder unser eigenes Haus eigentlich? Ja. Ja, ist okay, dann baue ich meins da vorne auf der Insel, dann könnt ihr mich alle mal am Arsch. Ohne Scheiß, ich baue mir jetzt eins auf der Insel. Ich baue gerade nur... Oh, auf dieser kleinen Insel da? Ja, bei mir sind gerade 5 und beobachten mich. Kann ich bei dir bauen, Weng? Wenn ich mir das so anhöre. Beobachten mich aber gerade nur. Ja, lass bauen. Kann man so eine Hütte abreißen und das Holz danach... Ja, lauf mir halt rein, Mann. Verrückter Typ, ey. Namen Benjamin oder Benjamin oder was auch immer. Benjamin. Ich glaube, da sind ja 3 Hütten, dann kann jeder seine eigene Hütte haben. Ich versuche jetzt mal was. Ich bin mal gespannt, ob es klappt. Falsche Richtung. Was? Weißbaum. Nee, sorry. Achso. Ich versuche jetzt mal hier auf dieser kleinen Insel zu bauen. Ja, das geht. Das sieht ganz so aus. Nö, es geht auch. Und ich weiß aber nicht, ob die Typen schwimmen können. Ich glaube nicht. Na dann. Ist das hier der sicherste Ort? Der Welt. Aber es dauert halt auch am längsten, dort eine richtige Bude zu bauen, ne? Ja, das... Willst du jetzt ein Shelter bauen, oder was ist das? Es ist so ein sowas, was da drüben schon steht. So ein kleines Dingens. So eine Pommesbude da. Pommes rot-weiß. Man kann mal keine Steine mehr aufsammeln? Was ist denn das für eine... Oh, komm mal her, ihr Vögel. So, ich könnte das Feuerzeug vielleicht tagsüber wegstecken, ne? Ja. Aber es verliert ja eh kein Benzin insofern. Ja, aber man arbeitet vielleicht schneller, ich weiß es doch auch nicht. Oh, Mann, du. Warum laufe ich eigentlich ohne Axt in der Hand rum? Was ist denn da los? So, jetzt gucke ich nochmal so diese Kiste hier an. So. Ach ja, eine Vollformatkamera. Hier ist eine verrückte Frau. Ah, die schlägt mich. Schnell weg. Ich komm mal zurück. So, nochmal die Kamera gehalten, die Box. Jetzt muss ich leider weiterspielen. Scheiße. Oh, ich glaube, die sind hinter mir her. Nö. Nicht? Nee, die haben dich und mich gerade einfach ignoriert. Finde ich auch gut so. Können sie auch weitermachen. Also mir hat gerade einer den Rücken massiert. Das war die Olle, ja. Aber die können nicht schwimmen. Ja, ich sehe das schon. Aber die gehen einfach unten durchs Meer durch. Ach so, das ist natürlich auch sinnvoll. Die alten Quasten. Aber sie geht immer rein und geht dann wieder zurück. So, können wir echt mal Fenster aufmachen. Vielleicht haben sie das gepatcht, dass die einfach durchs Wasser durchlaufen. Das wäre natürlich gut. Ja, sinnvoll. Das Problem ist nur... Es kommt her, hier wird nicht rumgevögelt. Nicht, dass die hier... Nicht, dass die uns jetzt hier irgendwie einkreisen. Unter Wasser, ja. Ey, die Vögel, ich brauch... Komm her! Ja! Erwischt. Hey. Alter, voll aus dem Leben getreten. Ich will mir Pfeil und Bögen will ich mir bauen. Also hier schleichen ganz schön viele von denen rum, will ich mal sagen. Sind nicht wenige. Hier ist schon mal Friedhof der Vögel. Kommen auch immer wieder angeflogen, ne? Sag mal, hab ich irgendwie... an den Füße oder was, ey? Oh nein! So, da im Augenwinkel neben dem Baumstamm kann man den Weng da hinten in der Distanz auf der Insel sehen. Oh, ich habe keine Energie mehr. Das habe ich... Noch geil. Hallo, fällt der Baum auch mal um? Nice, ey. So, Leute. Oh yeah. Tarzan Weng. Ich glaube, mein Baum hier ist kaputt, auf dem ich hier gerade einschlage. Der will einfach nicht umfallen. Wenn du keine Energie hast, dann kannst du kaum noch Bäume fällen. Und ich weiß nicht. Jo, Bernd, auf jeden Fall ist das eine richtig geile Kamera. Ich verstehe es nicht. Nicht richtig knipsen, ey. Vollformat for the win.
Das ist meine erste Vollformatkamera übrigens, ne? Für alle, die nicht wissen, was Vollformat ist. Meistens Kameras haben so einen ganz kleinen, fitzeligen Sensor und diese Vollformatkamera hat halt so einen richtig fetten Sensor. So, wie benutzt man jetzt den Pfeil und Bogen? Hast du dir schon welche gemacht? Ja. Oh ja, es geht. Oh ja, sogar mit Visiereinrichtung, ey. Nice. Damit kannst du einen Ureinwohner in einem Schlag down machen. Wenn man trifft. Ja. Oh, du kannst schon mal anfangen zu schießen. Hier laufen gerade einige rum. Hört ihr? Die verneigen sich vor uns. Die haben sich vor mir verneigt. Ja? Ja, der eine... Nice. Jetzt schlagen sie mich. Warum? In der einen Sekunde verehren sie mich, in der anderen schlagen sie mich. Was ist da denn los? Brauch noch Federn. Ah nein, geh weg. Scheiße, scheiße. Ah nein, ich bin tot. Hab ich dich vielleicht getroffen? Ich weiß es nicht. Ich bin schon auf dem Weg. Ich fürchte, du kommst zu spät. Nein. Pfeile sind ganz schön scheiße. Ich bin tot. Ey, die Pfeile funktionieren gar nicht, die treffen überhaupt nicht. Lol, bei mir im Flugzeug fliegt der ganze Scheiß durch die Gegend. Eigentlich habe ich dich gerade sogar noch wiederbelebt. Ja, du warst leider dann eine Sekunde zu spät dran. Da! Getroffen! Aua, 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 aua. Ah! Ich habe keine Axt, scheiße. Ja, die Pfeile gehen einfach durch die Schlampe durch, was soll denn das? Ja, du tötest die nur mit einem Brandpfeil in einem Schlag. Ach so. Drück mal L. Bin tot. Drück mal L. Tot. L. Ja, warte, ich bin auf dem Weg. Ach ja. Wieso bin ich der einzigste? Day survived. Null. Ich renn in meine Hütte. Ach, Weng ist auch hier im Flugzeug jetzt. Guck mal an. Ja, bonjour. Je m'appelle Weng. J'habite à la maison de... Der Aeroplane. Die Insel? Meine Axt ist weg. Ja, meine auch. Ich hab noch... Ihr müsst wieder hier hinkommen. Ich hab einen Stein aufgehoben. Nice. Ich schlag jetzt alles mit dem Stein und dann ist die Sache geritzt. Ja komm, rennt ins Feuer. Stock. Seid so doof, rennt ins Feuer. Das kommt... Stock. Ja, der erste ist rein. Ich hab einen Stock. Erik ist gerade im Blutrausch, glaube ich. Pinatas. Ja, der dritte Pinata. Feuer. Vor allem, du siehst auch genauso aus wie einer, der Pinatas macht. Ja, und du siehst aus wie ich, glaube ich, davor. Du siehst aus wie so ein Militarian Megaboy. Ich springe jetzt hier einfach ins Wasser, das müsste doch funktionieren. Jawohl. Könnte eng werden, aber hier vorne. Ich probier's mal. Ich probier's mal hier. Oh yeah. Oh fuck, das war ein bisschen doll. Nee. Ja, das ist gut. Es glitscht sich so lang. Geil. Voll abgekürzt. Ich würde sagen, wir sind hier so Forest Pro Gamer League, ja? Mhm. Wollte jetzt gerade in diesen großen Topf reinspringen, aber es geht ja leider nicht. Ich trinke jetzt erstmal wieder aus dem stehenden Gewässer. Einfach WoW-Werbung. Oh ja, Stöcker. Stöcker braucht man immer. Irgendwas lief hinter mir gerade, ich weiß nicht. Aber es klang einfach nur so, als wenn hinter mir was läuft. Okay, sie haben mich wieder allein gelassen. Danke euch! Den Typen lassen sie alleine. Weißt du, die hier, die Höhle gefunden haben? Ja. Ey, ich habe mit Pfeilen auf den geschossen, was soll die Scheiße? Ja, du musst Brandpfeile benutzen. Brandpfeile, ja, weiß ich doch nicht. Diese kleine Information, Erik, die hättest du uns vielleicht schon mal ein bisschen eher geben können. Hab ich doch sogar gesagt. Echt? Aus dem Stöcker, hier liegen noch welche. Ich nehme sie. Nice. Aber irgendwie sind die Steine weniger geworden, kann das sein? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie kann man weniger Steine mitnehmen, ne? Also vorher konnte man doch irgendwie so, keine Ahnung, 6 oder so mitnehmen. 1000. Und jetzt kann man irgendwie nur 2 mitnehmen, kann das sein? So wie ich das jetzt mitbekommen habe? Nee, es gehen mehr. Wir sammeln bloß immer die falschen Steine auf anscheinend. Ach so. Aber hier, Alpha Bravo an, hört ihr mich? Nee. Geht nicht. Ich habe gerade mein Funkgerät ausgepackt gehabt. Man kann mit dem Funkgerät Test. Funktioniert. Das ist ein lustiger Test. Hallo, Test. Ja, warte, ich habe mal jetzt ausgepackt. Ja, was los? Hörst du mich? Houston, wir haben ein Problem. Hörst du mich? Wahrscheinlich. Ja, man hört dich. Das ist auch vor allem so sinnlos. Ja, das ist ja das Problem. Das ist so sinnlos. Man hört sich nur, wenn man direkt nebeneinander steht mit diesen Walkie-Talkies. Sonst hört man sich gar nicht. Ja, das sind halt die billigen aus dem Baumarkt. Die funktionieren auch nicht besser.